Shalom Aleichem, Boker Tov, Chodesh Tov, 30. Av, Menachem Av, Kreis 2, Shmira Saloshen, bewahre deine Zunge, sonst hast du ein gutes Leben. Wie benehmen sich die Guten? Die Guten, es gibt gute Menschen. Regel von der Sache ist, ein Mensch soll sich dran gewonnen, in seine Eigenschaft, in seinen Charakter, Liot Minatovim, zu sein von den Guten und nicht von den Schlechten. Was ist die Eigenschaft von den Guten? Die Eigenschaft von den Guten ist, andere Leute zu helfen, alles was man kann, zu bedecken die Mangel und die Schwäche von dem anderen, so wie der Mensch sich selbst bedeckt. Und wenn er sieht, dass einer redet über andere Leute wütend oder schlecht, soll er sagen, es stimmt nicht, er ist in Ordnung, der hat schwere Zeiten momentan. Also versucht, er hat so vieles Gutes getan, versucht über ihm Gutes zu reden. Und das ist eine Weisheit, das ist eine Mut. Und die schlechten Leute machen das Gegenteil. Wenn man redet, loschen Horror über jemand, gleich legen sie noch ein bisschen Holz und Benzin zum Feuer, Gott behüte, Gott bewahre. Und die freuen sich in das Schlechte und erzählen noch schlimme Sachen von ihm und noch Fehler von ihm und er ist schuldig und schon lange gezeigt und nicht nur bei dem und nicht nur er und seine Brüder und seine Frau, gleich legt man noch dazu. Aber und so macht man Streit und Loschen Hora zwischen Menschen und einer soll dem anderen beißen wie Hunde. Und damit denkt er, oh, er ist in Ordnung, er ist ein Zadik, er hat gemacht eine weise Sache. Nein, steht geschrieben, dass Doego Doime hat gemacht Loschen Hora Shaul über David und Achimelech, ihre Kohanim. Und steht geschrieben, Mati Talel Bera Gibor, was lobst du dich mit Schlechtes? Das ist eine Sache, du siehst, dein Freund steht auf die Ecke von der Grube und du schubst ihm, soll er fallen. Du siehst jemand auf dem Dach und du schubst ihm, soll er fallen. Die Idee ist, wenn jemand geht auf die Grube fallen, gibst du ihm die Hand. Wenn jemand ist auf dem Dach, er geht fallen, gibst du ihm eine Stütze. Jemand ist gefallen, gemacht einen Fehler. Was machst du? Du schubst noch, du redest noch schlimmer, soll er fallen 100% und du siehst, Shaul ist wütend auf mir und du machst dein Wasser auf mir, also du pischst auf meinen Kopf. So macht der Mensch. Also da sagt der Chofetz Chaim, achte, so wie du willst, soll man mit dir umgehen, geh auch mit dem anderen, sonst kommt das auf dir zurück. Auf jeden Fall du, wenn du siehst jemand in Not, auf dem Dach, ich rede jetzt mental, in Ruf, im Namen, gib ihm die Hand, hilf ihm, Schkoyach.